den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt Entdeckungen gemacht, die deutlich zeigen, dass ein intelligenter Urheber für die Schöpfung des Universums verantwortlich ist. Viele glauben, dass das gesamte Universum durch Zufall aus dem Nichts entstanden ist. Doch denkt man wirklich darüber nach, wird klar, dass das Nichts das Universum nicht erschaffen konnte. Denn nichts erzeugt nichts. Alles, was anfängt zu existieren, muss eine Ursache haben. Doch viele glauben, dass die Entstehung eines Sonnensystems wie unseres, mit einem Planeten, der Leben ermöglicht, wie die Erde, nicht so schwierig sei. Dem stimmen viele Wissenschaftler allerdings nicht zu und haben erdrückende Beweise geliefert, die ihre Position belegen. Zum Beispiel sind im Universum viele Kräfte am Werk, die genau aufeinander abgestimmt sind und Dinge vollbringen, wie beispielsweise Materie zusammenzuhalten. Ohne diese Kräfte hätten sich Galaxien, Planeten und Sterne niemals bilden können. Bei vielen Sternen konnte beobachtet werden, dass sie sich erheblich ausdehnen und zusammenziehen. Sie gehen von einem sehr hellen Zustand in einen sehr dunklen über, und das sogar jährlich. Zum Glück für uns weist die Sonne allerdings eine erstaunliche Stabilität auf. Sie dehnt sich nicht wie viele andere Sterne erheblich aus und zieht sich dann wieder zusammen. Wenn unsere Sonne sich wie andere Sterne ausdehnen und zusammenziehen würde, wäre das für das Leben auf unserer Erde katastrophal. Einige Sterne explodieren sogar heftig in eine Supernova. Die nach diesen Explosionen übrig bleibenden Trümmer nennt man Supernova-Überreste. Laut vielen Evolutionisten sollten diese Trümmer mit einem Teleskop Millionen von Jahren lang sichtbar sein. Wissenschaftlichen Forschungen zufolge erleben Galaxien, die unserer ähnlich sind, durchschnittlich alle 26 Jahre eine Supernova. Wenn wir also ungefähr wissen, wie oft sie in Galaxien ähnlich wie unsere auftreten, sollte uns die Gesamtzahl der Supernova-Überreste in unserer Galaxie eine Vorstellung von dem Alter unserer Galaxie geben. Astronomen, die in unserer eigenen Milchstraßengalaxie nach Supernova-Überresten suchen, haben nur etwa 250 entdeckt. Wenn also eine Supernova etwa alle 26 Jahre auftritt, wie an diesen anderen Galaxien ersichtlich wird, würden insgesamt 250 Supernova-Überreste auf ein Alter von rund 6500 Jahren für unsere Galaxie hinweisen. Das ist fast identisch mit der Angabe in der Bibel, wie lange unsere Welt bereits existiert. Solch eine kleine Anzahl von Supernova-Überresten weist auf eine extrem junge Galaxie hin, die definitiv nicht Milliarden oder Millionen von Jahren alt ist, sondern eher Tausende. Anders ausgedrückt, wenn Evolutionisten mit dem Alter der Erde richtig liegen, würden wir Zehntausende von Supernova-Überresten in unserer Galaxie finden, nicht nur etwa 250. Damit wir auf der Erde existieren können, musste unsere Sonne ein Stern mit genau der richtigen Masse und Temperatur sein, nicht zu heiß oder zu kalt. Unsere Sonne generiert die perfekte Menge an Energie für ein Leben auf der Erde. Die Sonne gibt in einer Sekunde mehr Energie frei, als die Menschheit in ihrer gesamten Geschichte produziert hat. Wenn die Energie unserer Sonne auch nur um ein paar Prozent absinken würde, würden alle unsere Meere gefrieren. Die Erde befindet sich im richtigen Abstand von der Sonne. Wenn die Erde etwas näher an der Sonne oder weiter entfernt wäre, wäre es zu heiß oder zu kalt, als das Leben existieren könnte. Die Größe der Erde ist ebenfalls genau richtig. Nicht zu groß und nicht zu klein. Auch der Mond, der für die Steuerung der Gezeiten auf der Erde verantwortlich ist, hat glücklicherweise genau die richtige Größe. Dies sind nur einige Beispiele aus einer langen Liste von Faktoren, die genau richtig sein müssen, sowohl auf der kosmischen Ebene als auch auf der lokalen Ebene der Erde, um einen Planeten zu erhalten, auf dem Leben möglich ist. Wenn man in vielen Fällen diese penibel aufeinander abgestimmten Faktoren auch nur minimal verändern würde, wäre das Leben auf der Erde unmöglich. Auf der Erde sind viele verschiedene Lebensformen völlig voneinander abhängig. Beispiele dafür sind Insekten und Pflanzen, wie Bienen und samentragende Pflanzen. Wenn sich die Pflanzen oder Bienen vor dem jeweils anderen entwickelt hätten, hätten sie nicht überlebt. Deshalb müssen sie zur gleichen Zeit entstanden sein. Die Meeresbecken und die Atmosphäre der Erde haben genau die richtige Mischung und Ausgewogenheit an Gasen. Wenn diese Gase in irgendeiner Weise verändert würden, würden die Tierwelt und die Vegetation auf der Erde aussterben. Evolutionisten haben keine Erklärung dafür, warum die Erde im Gegensatz zu anderen Planeten so eine unglaubliche Menge an Wasser aufweist. Unser Planet ist außerdem reich an Sauerstoff. Wenn unser derzeitiger Sauerstoffgehalt von 21% um nur wenige Prozent höher wäre, könnte unsere Atmosphäre völlig instabil und explosiv werden. Die Erde hat ein Magnetfeld. Ohne dieses Feld würde der Sonnenwind unsere Atmosphäre wegblasen. Die Atmosphäre der Erde blockiert schädliches Sonnenlicht, während sie gleichzeitig Sonnenlicht durchlässt, das für das Leben nützlich ist. Pflanzen brauchen große Mengen an Sonnenlicht, um existieren zu können. Die mit Abstand reichhaltigste Vitamin D-Quelle des Menschen ist das Sonnenlicht. Wenn das Sonnenlicht auf die Haut trifft, wird Vitamin D vom Körper produziert.
Ein Mangel an Vitamin D hängt unmittelbar mit vielen gesundheitlichen Problemen zusammen. Die Atmosphäre der Erde ist außerdem durchsichtig. Dies ermöglicht es uns glücklicherweise, andere Planeten, Sterne und Dinge wie Sonnenfinsternisse zu sehen. Eine totale Sonnenfinsternis ist nur möglich, weil die Sonne 400 Mal größer ist als der Mond und etwa 400 Mal weiter von der Erde entfernt ist. Das Ergebnis ist, dass bei einer totalen Sonnenfinsternis Sonne und Mond von der Erde aus die gleiche Größe zu haben scheinen und perfekt aufeinander passen. Und nur wegen dieser totalen Sonnenfinsternis konnten wir wissenschaftliche Entdeckungen machen, die sonst nie hätten gemacht werden können. Evolutionisten glauben, dass sich die Sonne, die Erde und der Mond gebildet haben, als unser Sonnensystem vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Aber der Mond bewegt sich jedes Jahr weiter weg von der Erde. Wenn also der Mond zu weit weg oder zu nah an der Erde wäre, während Menschen auf ihr leben, könnten die Beobachter auf der Erde niemals eine totale Sonnenfinsternis sehen. So könnte, folgt man der Argumentation der Evolutionisten, das unglaubliche Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis nur innerhalb eines winzigen Zeitfensters in der Existenz des Sonnensystems beobachtet werden. Ist es nicht interessant, dass die Menschheit genau in der Zeit, in der wir das Ereignis einer totalen Sonnenfinsternis erleben können, auf der Erde existiert? Ein weiteres großes Problem für Evolutionisten ist, dass der Mond in der Vergangenheit extrem nah an der Erde gewesen wäre. In der Tat wäre der Mond so nahe gekommen, dass er die Erde in weitaus weniger Zeit als vor 4,5 Milliarden Jahren getroffen hätte. Evolutionisten behaupten, dass unser Sonnensystem aus einer wirbelnden Staubwolke entstanden ist. So sollten die Zusammensetzung der verschiedenen Planeten und ihre Temperatur einander ähnlich sein. Doch das sind sie nicht. Diejenigen, die an die Urknalltheorie glauben, sind tatsächlich der Meinung, dass sämtliche Materie im Universum ursprünglich auf eine Fläche konzentriert gewesen sei, die kleiner als ein Stecknadelkopf ist. Dann explodierte sie, dehnte sich aus und das geordnete System der Dinge, das wir heute sehen, entstand. Die Urknalltheorie weist jedoch große Probleme auf. Erstens, wenn man die gesamte Masse im Universum auf einen Ausgangspunkt konzentrieren würde, der wesentlich kleiner als ein Stecknadelkopf ist, herrschte dort so viel Schwerkraft, dass nichts entkommen könnte. Zweitens, Explosionen stellen keine Ordnung her. Vielmehr zerstören sie Ordnung. So wäre es unmöglich, eine fast endlose Anzahl an geordneten Dingen aus einer Explosion zu erhalten. Außerdem würden sich, selbst wenn ein Urknall alles explodieren lassen würde, die Planeten und Monde in dieselbe Richtung um ihre Achse drehen, was auf dem Gesetz namens Drehimpulserhaltung basiert. Jedoch haben wir Monde und Planeten, die sich vorwärts und rückwärts drehen. Auch das Alter von Kometen wird von Evolutionisten auf Milliarden von Jahren geschätzt. Kometen kollidieren häufig mit Planeten und der Sonne. Kometen werden schmutzige Schneebälle genannt, weil ein erheblicher Teil eines Kometen aus Eis besteht. Wenn sich Kometen im Weltall fortbewegen und sich der Sonne nähern, fangen sie an Masse zu verlieren, da sie von der Sonne verbrannt werden. Daher könnten Kometen nur ungefähr 10.000 Jahre bestehen, bevor alle von ihnen zerstört wären. Interessanterweise sind andere Dinge, die nur etwa 10.000 Jahre bestehen können, Weichgewebe, Blutzellen und DNA. Dennoch wurden alle diese Dinge vor kurzem in Dinosaurierknochen gefunden. Dies zeigt, dass Dinosaurier vor Tausenden von Jahren existierten, nicht vor 65 Millionen Jahren, wie die Evolutionisten behaupten. Ein weiteres großes Problem für Evolutionisten ist die derzeitige Bevölkerungszahl der Erde mit 7,3 Milliarden Menschen. Wie lange würde es dauern, von zwei Menschen auf eine Anzahl von 7,3 Milliarden Menschen zu gelangen? Eigentlich gar nicht so lange. In der jüngsten Geschichte hat die durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr ihren höchsten Wert im Jahr 1963 mit einer Wachstumsrate von 2,19% erreicht. Die Weltbevölkerung wächst derzeit um rund 1,14% pro Jahr. Doch wenn wir mit zwei Menschen anfingen, wie lange würde es dauern, unsere aktuelle Bevölkerungszahl von 7,3 Milliarden Menschen bei einer Wachstumsrate von ungefähr 2% pro Jahr zu erreichen? Die Antwort ist, dass es nur etwa 1100 Jahre dauern würde. Da Evolutionisten behaupten, dass wir bereits deutlich länger als 1100 Jahre auf der Erde sind, warum befindet sich keine erheblich höhere Anzahl an Menschen auf der Erde? Und wo befinden sich all die Knochen oder Gräber, wo doch fast alle Menschen in der Geschichte die Toten begraben haben? Manche versuchen vielleicht immer noch, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Entstehung eines ganz besonderen Planeten wie die Erde nur ein Zufall war, bei dem alles genau richtig zusammentraf. Doch selbst wenn jemand daran glaubt, wie könnte das Leben auf der Erde beginnen, wenn es doch Fakt ist, dass Leben nicht durch Nichtleben entstehen kann? Alle Lebewesen auf der Erde bestehen aus Zellen. Wie hoch stehen also die Chancen, dass sich selbst nur eine erste Zelle per Zufall gebildet haben könnte? Vor etwa 150 Jahren, zu Lebzeiten von Charles Darwin,
wurde die Zelle in etwa als einfacher, unkomplizierter mikroskopischer Klecks Götterspeise betrachtet. Aufgrund von jüngsten Entdeckungen wissen wir jedoch, wie verblüffend komplex diese außerordentlich kleinen Zellen wirklich sind. Der erwachsene menschliche Körper enthält 100 Billionen Zellen verschiedener Größen. 10.000 durchschnittlich große menschliche Zellen würden auf einen Stecknadelkopf passen. Jede einzelne Zelle enthält Informationen, die ungefähr 4.000 Büchern entsprechen. Die Informationen aller Zellen in einem erwachsenen Körper in Buchform würden den Grand Canyon mehr als 75 Mal vollständig ausfüllen. Die Zelle ähnelt einem Supercomputer, ist dabei aber mikroskopisch klein. Die Zelle könnte auch als beeindruckende Miniaturstadt betrachtet werden, bestehend aus einem ausgeklügelten Netzwerk miteinander verbundener Fließbänder, an denen zahlreiche molekulare Proteinmaschinen verschiedene Aufgaben ausführen und so die Zelle am Laufen halten. Zum Beispiel gibt es in der Zelle kleine molekulare Lastwagen, die sich über mikroskopische autobahnähnliche Strukturen fortbewegen, um Materialien in der Zelle zu transportieren. Ein Beispiel für eine molekulare Maschine in der Zelle ist der Flagellenmotor, den einige Bakterien zum Schwimmen verwenden. Es handelt sich um einen molekularen Rotationsmotor, dessen Schwanz einer Peitsche ähnelt und mit bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten kann. Dies hier ist ein Bild des Flagellenmotors, der mehr als 50.000 Mal vergrößert wurde. Er ist ein Hunderttausendstel eines Zentimeters lang. 8 Millionen dieser kleinen Motoren würden in den Querschnitt eines menschlichen Haares passen. Sie können die Details seines Aufbaus sehen. Er besteht aus 30 verschiedenen Proteinteilen. Er sieht so aus, als sei er von einem Ingenieur entworfen worden. Der Flagellenmotor ähnelt einem Elektromotor extrem. Durch Drehbewegungen nach vorne und hinten fährt der Flagellenmotor eine Bakterie durch einen extrem klebrigen, flüssigen Zustand. Dank des Flagellenmotors entspricht die höchste Schwimmgeschwindigkeit eines Bakteriums schätzungsweise der eines Menschen, der mit 100 km pro Stunde schwimmt. Wenn Sie das noch nicht beeindruckt, bedenken Sie, dass die höchste jemals bei einem Menschen gemessene Schwimmgeschwindigkeit bei ungefähr 8,9 km pro Stunde liegt. Also kann sich die Bakterie mit dem Flagellenmotor mit einer ungefähr 11-mal höheren Geschwindigkeit fortbewegen, als jemals bei einem menschlichen Schwimmer gemessen wurde. Alle 30 Teile des Flagellenmotors sind notwendig. Wenn Sie also eines der Teile entfernen, funktioniert er überhaupt nicht und die Bakterie stirbt. Der Flagellenmotor ähnelt einer Mausefalle. Damit eine Mausefalle funktioniert, braucht man sämtliche verschiedene Teile. Wenn eines der Teile aus der Falle entfernt wird, funktioniert sie überhaupt nicht mehr. Bei dem Bauprozess des Flagellenmotors ist es erforderlich, dass alle 30 verschiedenen zusammenwirkenden Teile korrekt angebracht und zur richtigen Zeit am richtigen Ort platziert werden. Der Bauprozess erfordert auch eine Anleitung, Übersetzung und Rückmeldung innerhalb der Zelle, sowohl am Anfang als auch am Ende des Prozesses. Wenn all das nicht geschieht, werden diese erstaunlich kleinen Maschinen bzw. ihre verschiedenen Einzelteile nicht gebaut oder korrekt montiert. Doch woher sollten diese zahlreichen mikroskopischen Maschinen oder Teile wissen, wohin sie sich bewegen müssen oder wie in einem evolutionären System Dinge korrekt aufgebaut würden? Das könnten sie nicht wissen. Es wäre unmöglich. Diese Tatsachen widerlegen und schließen die darwinistische Evolution aus, die definitionsgemäß ein blinder, ungerichteter Vorgang ist, ohne Plan oder Zweck. Zellen bestehen hauptsächlich aus Proteinen. Eine typische Zelle verwendet tausende verschiedene Arten von Proteinen. Um auch nur die einfachste Zelle zu erhalten, bräuchte es mindestens 600 verschiedene Proteinmoleküle. Proteine bestehen aus Aminosäuren. Ein einzelnes funktionierendes Protein besteht üblicherweise aus einer Kette von 50 bis 1000 Aminosäuren. Einige Proteine benötigen eine Kette von tausenden von richtig sequenzierten Aminosäuren. Jedes Mal, wenn eine neue Aminosäure an die Kette angebunden wird, muss sie eine chemische Bindung eingehen, die als Peptidbindung bezeichnet wird, um sich erfolgreich mit den anderen Aminosäuren in der Kette zu verbinden. Linksdrehende und rechtsdrehende Aminosäuren werden in etwa der gleichen Frequenz produziert. Allerdings können nur linksdrehende Aminosäuren zur Verwendung einer Kette ausgewählt werden, um ein Protein zu bilden. Evolutionisten haben keine Ahnung, warum Proteine nur linksdrehende Aminosäuren verwenden. Jede Aminosäure in der langen Kette muss außerdem eine spezifische Aminosäure sein. Es gibt 20 verschiedene Arten, die ausgewählt werden können. Zudem müssen sie in der richtigen Reihenfolge in der Kette platziert werden, um ein Protein zu bilden. Dass die Aminosäuren in der exakt richtigen Reihenfolge platziert werden, liegt an einem Molekül in der Zelle namens DNA.
Die DNA könnte als Entwurfsvorlage, Informationscode oder spezielle Sprache beschrieben werden, die ein chemisches Alphabet aus 4 Buchstaben verwendet. Die chemischen Buchstaben bzw. der Code in der DNA stellen eine Reihe von Anweisungen an die Maschinen der Zelle dar, wie sie Aminosäuren korrekt in Ketten zusammenfügen, um Proteine zu bilden. Wenn die DNA nicht von Anfang an vorhanden ist, werden die Aminosäuren nicht korrekt ausgewählt und in die richtige Reihenfolge gebracht. Infolgedessen wird sich ein Protein nie bilden und die Zelle nicht überleben. Die DNA kann ohne mindestens 75 bereits bestehende Proteine nicht funktionieren. Doch Proteine werden nur von der DNA produziert. Da sie beide einander brauchen, müssen sie zur selben Zeit durch Gott entstanden sein. Diese Tatsache widerlegt die Evolution. Eine DNA-Faser ist nur etwa 2 Millionstel Millimeter dick. Zwar ist die DNA nicht dick und unglaublich klein, doch wenn sie sich abwickelt, wird sie extrem lang. Wenn die DNA von auch nur einer einzigen Körperzelle abgewickelt, verbunden und ausgestreckt werden würde, wäre sie tatsächlich über 2 Meter lang. Sie wäre so dünn, dass man deren Einzelheiten nicht sehen könnte, nicht einmal unter einem Elektronenmikroskop. Wenn die gesamte DNA in deinem Körper mit den Enden einander ausgelegt werden würde, würde sie mehr als 500.000 Mal von hier bis zum Mond reichen. Wenn man von jeder Person, die jemals gelebt hat, einen Teil der DNA nehmen und auf einen Haufen legen würde, würde dieser weniger wiegen als ein Aspirin. Dennoch ist die Informationsspeicherdichte der DNA um ein Vielfaches größer als der modernste Silizium-Computerchip. Bill Gates beschrieb die DNA folgendermaßen: Die DNA ist wie ein Computerprogramm, aber weitaus fortschrittlicher als jede Software, die jemals erschaffen wurde. Doch nur das komplexe Anleitungsprogramm der DNA alleine reicht noch nicht aus. Andere Dinge in der Zelle müssen in der Lage sein, das Informationsprogramm der DNA zu verstehen und umzusetzen. Mit anderen Worten, das hochkomplexe DNA-Programm wäre wertlos, wenn es kein System innerhalb der Zelle gäbe, das die DNA-Sprache verstehen kann. Stellen Sie sich zum besseren Verständnis vor, dass die DNA eine komplexe CD oder DVD ist. Wenn Sie nicht auch eine Maschine oder ein System haben, das die Informationen auf der Scheibe lesen, verstehen und anwenden kann, ist sie wertlos. Daher müssen andere Elemente der Zelle das Informationsprogramm der DNA verstehen und in der Lage sein, dieses zu verwenden, um Dinge korrekt aufzubauen. Wenn nicht, wird die Zelle sterben. Die DNA ist in der Lage, eine identische Kopie von sich selbst zu machen. Gott hat die DNA auch so programmiert, dass sie Fehler entdeckt und korrigiert. Es gibt spezielle Proteinmaschinen zum Korrekturlesen, die ständig am DNA-Molekül von oben nach unten reisen, um nach Fehlern zu suchen, die eine Korrektur erfordern. Wenn irgendwelche Probleme erkannt werden, werden sofort Reparaturen durchgeführt. Dieser gesamte Vorgang ist extrem komplex. Die in der DNA enthaltenen Informationen beweisen, dass das Leben nicht nur aus Materie und Energie besteht. Es enthält auch Informationen. Informationen können nur aus einer intelligenten Quelle kommen, die Informationen dorthin gebracht hat. Eine weitere Funktion der DNA ist das Programm, das Gott dazu verwendet, dein Aussehen, deine Haarfarbe, deine Größe und so weiter zu erschaffen. Wie bereits erwähnt, verfügt jeder menschliche Körper eines Erwachsenen über etwa 100 Billionen Zellen. Doch zum Zeitpunkt deiner Empfängnis warst du nur eine einzige Zelle. Unglaublich, du hast deine Existenz begonnen, als du nicht größer als ein Stecknadelkopf warst. Dennoch waren alle komplexen Informationen, die dich und jedes Organ in deinem Körper definieren, in nur einer einzigen Zelle vorhanden. Innerhalb eines Monates nach deiner Empfängnis entwickelten sich deine Augen, Ohren und deine Lunge. Milliarden von neuen Zellen wurden gebildet und deine Größe stieg auf das 10.000-fache. Kurz nach dem ersten Monat sank die Geschwindigkeit, mit der sie sich entwickelten, dramatisch ab. Wenn der Vorgang nicht verlangsamt worden wäre und ihr Wachstumstempo gleich geblieben wäre, hättest du bei der Geburt über 1.300 Kilogramm gewogen. Nach 2 Monaten warst du nur 3 bis 4 Zentimeter groß, noch klein genug, um in eine Walnussschale zu passen. Es gibt keine evolutionsgeschichtliche Erklärung für die unglaubliche Komplexität der Empfängnis und Geburt oder wenigstens einen Grund für die Fortpflanzung selbst. Evolutionisten glauben, dass sich die erstaunlich komplexen, extrem unterschiedlichen, aber dennoch komplementären Fortpflanzungssysteme aller Lebewesen zufällig vollkommen unabhängig voneinander zur selben Zeit entwickelt haben. Nur eine geringe Inkompatibilität in einem der zwei Systeme würde beide Fortpflanzungssysteme unbrauchbar machen und das Leben auf der Erde würde ausgelöscht werden. Wie wäre es außerdem ganz zu Beginn zur Fortpflanzung gekommen, wenn es nur einen Mann und keine Frau gegeben hätte? Wie wäre es zur Fortpflanzung gekommen, ohne dass es Fortpflanzungssysteme gegeben hätte,
oder bevor sich die Organe entwickelten. Laut den Evolutionisten entwickelten sich die Menschen aus Landlebewesen, die ihrerseits wiederum aus Fischen entstanden. Doch wie hätte der erste Fisch es ans Land schaffen und außerhalb des Wassers überleben sollen? Wie haben die Tiere und Menschen überlebt, ohne dass sie Organe, Glieder und andere überlebensnotwendige Dinge hatten, wo sich diese doch gerade erst entwickelten? Außerdem wurde noch nie auch nur eine einzige Mosaikform entdeckt, die zeigt, wie sich ein Tier zu einer anderen Art von Tier entwickelt. Die sogenannten Missing-Link-Fossilien, mit denen manche argumentierten, dass Affen sich zu Menschen entwickelten, haben sich immer als vollständig vom Affen stammend, vollständig vom Menschen stammend oder als Fälschung erwiesen. Die Evolutionisten haben auch keine Erklärung für das Bewusstsein oder für den Ursprung des Immunsystems. Zum Beispiel greifen weiße Blutkörperchen schädliche Bakterien in unserem Körper an. Weiße Blutzellen suchen tatsächlich schädliche Bakterien, machen sie ausfindig und zerstören sie. Dafür brauchen sie programmierte Informationen, mithilfe derer sie den Unterschied zwischen Freund und Feind erkennen können. Wäre all dies nicht am Anfang des Lebens bereits vorhanden und funktionsfähig gewesen, hätten die Bakterien und andere Krankheitserreger gewonnen und wir hätten nicht überlebt. Hierbei handelt es sich um eine Bedingung, die die Evolution ausschließt. Die Evolutionisten haben keine Erklärung für die extrem komplexe und doch perfekte Genauigkeit, mit der der Körper Blut gerinnen lässt. Es kann zu einer Katastrophe kommen, wenn das Blut nicht zur richtigen Zeit oder nicht am richtigen Ort gerinnt. Wenn dein Blut am falschen Ort gerinnen würde, zum Beispiel in der Lunge oder im Gehirn, könntest du sterben. Wenn dein Blut zu lange gerinnen würde, nachdem du bereits zu viel Blut verloren hättest oder nicht den gesamten Schnitt abdecken würde, könntest du sterben. Wenn die Blutgerinnung sich nicht allein auf den Schnittbereich konzentrieren würde, könnte dein gesamtes Blutsystem erstarren. Die Evolution gibt keine Erklärung für die Blutgerinnung, denn woher sollte dein Körper automatisch wissen, wann und wo er den Blutgerinnungsprozess beginnen sollte, wenn es keine intelligente interne Information gibt, die ihn anweist? Apropos Blut, was kam zuerst, das Blut oder das Herz, das das Blut pumpt? Hat sich die Haut vor dem Blut entwickelt? Wenn ja, wie hat sie überlebt? Die Wahrheit ist, dass all diese Dinge von Anfang an vollständig entwickelt und gleichzeitig vorhanden sein mussten, damit die Menschheit überleben konnte. Das ca. 1400 Gramm schwere menschliche Gehirn ist die komplexeste und ordentlichste Materienanordnung im Universum. Das erwachsene menschliche Gehirn enthält 10 hoch 14, das sind 100.000 Milliarden elektrische Verbindungen. Das ist mehr als alle elektrischen Anschlüsse in allen elektrischen Geräten der Welt. An der Rückseite deines Augapfels befindet sich die Netzhaut. Sie ist weniger als einen Quadratzentimeter groß. Dennoch enthält dieser eine Quadratzentimeter über 137 Millionen lichtempfindliche Zellen, die alle mit dem Gehirn verbunden sind. Das menschliche Auge kann sich selbst heilen und ist selbst reinigend. Außerdem funktioniert es automatisch und ermöglicht es so einer Person, Millionen von Farben zu unterscheiden. Wenn dein Auge sich auch nur in einem leicht anderen Winkel befände, würdest du doppelt sehen. Diese Tatsachen sind nur einige der Belege dafür, dass wir von Gott erschaffen wurden. Klare Beweise für die Schaffenskraft und Intelligenz Gottes finden sich nicht nur in der Gestaltung des Menschen, sondern auch in der unglaublichen Komplexität von Tieren und Insekten. Darüber sprechen wir genauer in der Videoserie Incredible Creatures That Defy Evolution – unglaubliche Lebewesen, die sich der Evolution widersetzen. Einige glauben, dass die Komplexität des Lebens und des Universums durch die Möglichkeit erklärt werden kann, von einer außerirdischen Rasse geschaffen worden zu sein. Doch glaubst du wirklich, dass Aliens so viel Macht haben könnten, die Erde oder etwas so Großes wie die Sonne zu erschaffen? Über 1 Million Erden hätten in der Sonne Platz. Die Sonne ist auch sehr heiß. Wie würden Aliens also vorgehen, um die Sonne zusammenzustellen und zu erbauen? Wie könnten sie nahe genug an die Sonne herankommen oder sich schnell genug davon entfernen, ohne zu verbrennen, nachdem sie diese in Gang gesetzt hätten? Die Bedingungen im Weltraum außerhalb der Erde sind allen Beweisen nach zu feindlich, als das Leben existieren könnte. Sich über längere Zeit kosmischen Strahlen im Weltraum auszusetzen, kann zum Beispiel tödlich sein. Allein bei den extremen Temperaturen im Weltraum wäre es fast jeder Lebensform entweder viel zu heiß oder viel zu kalt. Es gibt auch giftige Gase, tödliche Strahlung, gigantische Explosionen, extreme Gravitationskräfte. Außerdem fehlen die richtige Atmosphäre und chemischen Elemente, damit Leben existieren könnte. Dennoch glaubt eine große Anzahl von Astronomen, dass sich das Leben auf der Erde entwickelt hat. Deshalb muss sich ihnen zufolge Leben auch auf anderen Planeten im Weltraum entwickelt haben. Wenn dies wahr wäre, sollten allerdings viele außerirdische Rassen auf anderen, weitaus älteren Planeten existieren. Einige von ihnen wären technologisch weitaus fortgeschrittener als wir.
Infolgedessen hätten sie uns ein Funksignal durch den Weltraum geschickt, das wir hätten empfangen können. Oder sie wären mit ihrem Fluggerät oder ihren Robotern zu uns gekommen. Aber wir haben noch nie außerirdische Roboter, Außerirdische selbst, außerirdische Fluggeräte oder auch nur Teile solcher Fluggeräte gefunden. Folgende Flugeigenschaften sollen UFOs Berichten zufolge aufweisen. Während des Fluges ändern UFOs häufig ihre Größe, Farbe oder Form. Mehrere UFOs verschmelzen zu einem UFO und ein UFO wird sofort zu mehreren UFOs. Viele UFO-Zeugen haben diese sofortige Veränderung von Größe und Form der UFOs beschrieben und ausgesagt, dass die UFOs lebendig schienen. UFOs tauchen manchmal auf Fotos auf, manchmal aber auch nicht. Die meisten UFO-Zeugen berichten nicht von einem Objekt oder Fluggerät, sondern von einem ungewöhnlichen Licht, das sich am Himmel bewegt habe. Manchmal erscheinen UFOs sofort und verschwinden direkt vor den Augen der Menschen oder durchqueren den Boden oder physische Objekte. Diese Verhaltensweise bedeutet, dass die UFOs nicht aus der materiellen Welt stammen können, sondern es sich um eine Art spirituelles Phänomen handeln muss. Auf Grundlage der beobachteten Aktivität von UFOs glauben viele der UFO-Spitzenforscher nicht mehr daran, dass UFOs aus der materiellen Welt stammen können. Außerdem können sich die meisten der von UFOs Entführten nur an ihre Erlebnisse erinnern, nachdem sie hypnotisiert wurden. Dies beweist, dass ihre sogenannten Erlebnisse mit Außerirdischen nicht wahr sind. Diese Fragen werden genauer erläutert in der Videoserie Dämonische Aktivitäten und ausgefeilte Falschmeldungen zur Täuschung der Menschheit. Wenn es wirklich außerirdische Lebensformen gäbe, würden sie nicht lange brauchen, um alles über Erdbewohner herauszufinden, was sie wissen müssen. Infolgedessen hätten sie uns schon besetzt, uns vernichtet oder sich der Menschheit klar zu erkennen gegeben. Die Organisation SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, Institut für Suche nach außerirdischer Intelligenz, sucht den Himmel seit Jahrzehnten auf der Suche nach intelligentem Leben ab. Sie konnten jedoch nie auch nur ein einziges Signal aus dem Weltraum empfangen, das auf die Existenz einer außerirdischen Rasse hinweisen würde. Diejenigen, die auf der Suche nach außerirdischen Lebensformen sind, haben gesagt, dass der Empfang eines einzigen komplexen Signales beweisen würde, dass ein intelligentes Lebewesen dieses produziert haben muss. Warum legen sie jedoch nicht denselben Maßstab und Gedankenvorgang an die DNA an? Wenn sie es täten, würden sie merken, dass die komplexe Information der DNA beweist, dass ein intelligentes Wesen sie dorthin platziert haben muss. Denn immer wenn man auf komplexe Informationen stößt, können sie zu einem Verstand zurückverfolgt werden. Ich empfehle Ihnen Dr. Walt Browns In the Beginning, auf Deutsch Im Anfang, als das beste Buch, das die Evolutionstheorie in allen Aspekten der Wissenschaft widerlegt und Beweise für die Existenz einer weltweiten globalen Sintflut liefert. Eine weitere interessante DVD heißt Intelligent Design – Unlocking the Mysteries of Life. Auf Deutsch, intelligentes Design – Entschlüsselung der Geheimnisse des Lebens. Als weiteres Video, das die Schöpfung erörtert, empfehle ich mein Video Schöpfung und Wunder – komprimierte Fassung.